Hi Leute, weiter geht's mit Melania. Die Runde ist durch, wir können beenden. Oder hat man noch irgendwas verpasst? Nö. Ja, Plünderer könnten wir noch holen. Oder noch ein paar Freiwillige, ja, ja. Wartet, wartet, wartet. Wir können in Rom mal welche entstehen lassen, weil hier müssen wir sowieso eine Stadtwache bauen. Ich glaube, Frankreich tritt ins Zeitalter der Könige ein. Wenn du diesen Zeitalter eine Burg baust, in dem du einen Außenposten spezialisierst, erhältst du einen Kulturbonus. Generiere Kultur pro religiöser Bevölkerung. Ach ja, jetzt kommt hier Religion mit ins Spiel. Indem du eine Religion gründest oder ihr beitrittst. Gründe oder tritt einer Religion bei mit der Kulturkraft Religion gründen oder der Kunstdomänenkraft Religion übernehmen. Neue Nationalgeister werden freigeschaltet. Ja, das passt natürlich. Wir können jetzt Kultur auswählen. Also wir haben jetzt die Kultur voll. Können aber noch nicht... Achso, ja, nee, ist klar. Weil wir sind ja nicht im Zeitalter der Könige, sondern Frankreich. Hm. Zu früh gefreut, Leute. Wenn wir im Zeitalter der Könige sind, werden die anderen schon haufenweise Gläubige haben. Ach, das läuft überhaupt nicht gut hier. Nun gut, wir machen das Beste draus. Uns bleibt ja nichts anderes übrig. Was hat man hier für eine Armee? Na gut, wir werden sehen. Also, hier ist die Armee. Greifen wir die mal an. Null Probleme. Die bleibt noch dort. Und dann holen wir hier den Streitwagen dazu. Ja, es ist eine starke Armee hier. Auch schon sehr erfahren. Brennt auch alles. Schaut mal. Achso, das ist ja noch der Vasall, deswegen können wir noch gar nichts da reparieren. Aber wieso steht jetzt hier, dass wir die hier reparieren müssen? Hatten wir doch schon gemacht, oder? Rebellen werden in 4 Runden angreifen und drücke die Unruhe in Rom, um eine Revolution zu verhindern. Ja, wir brauchen ja unbedingt noch eine Garnisonstruppe. Wie ist das in Nicomedia? Bräuchten wir eigentlich auch noch eine Stadtwache. Kriegsunruhen, oder? Ja, ja, durch die Kriegsunruhen, weil der Krieg halt so lange dauert. Werklager, Bauernhof, Behausungen, alles klar. Hier, wir geben uns halt in die Vorbereitung, das Luxor anzugreifen. Kraft verwenden wir, um... Ja, eigentlich wollte ich hier die Stadt hinsetzen. Jetzt kommt hier aber eine gegnerische Truppe. Das waren diese Oni. Ich
krasse Verteidigung und können aber trotzdem mal die zwei hier rausziehen. Dann warten wir natürlich jetzt mit der Kulturkraft. Wir können ja jetzt hier gar keine Stadt hinbauen. Haben sie uns angegriffen, wir haben Stand gehalten, brauchen wir uns nicht anschauen. Attacke. Wow. Die haben aber ordentlich ausgeteilt. Drei Fullstack-Armeen. Schön wäre es, vier Fullstack-Armeen zu haben. In Rom werden wir jetzt eine Stadtwache bauen. Wir können aber nur mit drei Fullstack-Armeen angreifen. Wir warten jetzt hier nicht noch, oder? Die Plünderer können wir ja dazu holen noch. Ja, wir müssen trotzdem auf die Stadtwache warten. Das nützt alles nichts. In drei Runden, wenn hier das nicht nach unten geht, gibt es dann Rebellen in Rom. Haben wir eigentlich keine Lust drauf. Nikometia genauso, die bräuchten eigentlich auch noch eine Stadtwache. Ne, es sind sogar vier Fullstack-Armeen. Was erzähle ich? Wir rennen los, Leute. Vier Fullstack-Armeen. Auf nach Luxor. Der Krieg hat sie halt natürlich auch ordentlich geschwächt. Sie haben 520, wir haben 565 Machtbewertung. Die anderen schauen wir uns mal lieber nicht an. Da kriegen wir bestimmt die Krise. Oder da würden wir die Krise kriegen. Auf geht's. Sehen wir schon hier irgendwas? Nö. Dürfen gespannt sein, wie die Schlacht um Luxor ausgehen wird. Kulturkraft verwenden können wir jetzt. Stadt gründen, Jenne, so dass Nikometia weiter wachsen kann. Technologie müssen wir auch auswählen. Ruhm, ach ja, Hygiene, Kultureinfluss, Wohnraum, Heldenvilla. Und der Ofen, um Mehl in Brot umzuwandeln. Zeitalter der Helden. Oh Gott, schaut mal, wie lange wir brauchen. Mann, wir brauchen viel mehr Wissen. Ab ins Zeitalter der Könige. 21 Runden. Wir sind so im Eimer. Noch mehr Plünderer erstellen. Why not? Sinkt die Unruhe wenigstens in Rom. Und wir müssen... Irgendwas wollte ich noch machen, Leute. Wow, 36 Runden für Kultur jetzt. Wir brauchen mehr Kultur. Wir brauchen von allen mehr. Den Palast hatten wir gebaut. Das Regionslevel könnten wir hier erhöhen. Bringt uns jetzt aber meines Erachtens nichts. Wir sparen mal auch den... auf das Wissen. Vergesse ich bestimmt wieder... Das können wir jetzt machen. Machen wir auch. Mehr Kriegs-EP und das Sozialgefüge Tapferkeit. Kostenreduzierung für Einheiten, Unterhalt pro Punkt minus 8%. Aktuelle Punkte 0 von 10. Nehmen wir. Jetzt können wir die Runde beenden. Die haben unsere stärkste Armee angegriffen. Können sie machen. Und jetzt beginnt der Sturm auf
Luxor. Ich bin gerade irritiert. Ach so, ja, ich dachte gerade, keine Aufnahme, ey. Aber wartet, ich muss mal kurz zu OBS rein. Wieso zeigt das jetzt hier groß an? Ah, jetzt. Alles klar, mir hat's die Aufnahmedauer nicht angezeigt, beziehungsweise die war verdeckt. Jetzt passt alles. Alter Schwede, gerade einen Schreck gekriegt. Lasst uns angreifen. Das hier lassen wir außen vor. Ist eine Kavallerie drin. Hier gibt es eine Menge Stadtmiliz und einen Wachturm und Palisadenzäune. Wir schicken als erstes unseren Helden rein. Der macht ordentlich Damage gegen Palisaden. Rums. Krass. Der hält was raus. Also, das ist heftig. So stark wie der zur Stufe 7 Held ist. 50% Kampfbonus. Wow. Nicht schlecht. Sie haben nur noch Stadtmilizen drin. Wir nehmen die Armee mal dazu, weiter anzugreifen. Nur noch der Wachturm dann da. Kommt darauf an, was die Streitwagen an den Wachturm Schaden machen. Ach, den muss man gar nicht zerstören. Okay, wusste ich nicht mehr. Dann ist Luxor uns. Warum ist Luxor nicht uns? Was sein kann, dass die Streitwagen nicht erobern können. Steht es aber nicht explizit da. Oder, nee, was auch sein kann, dass sie schon dreimal angegriffen haben und dass der Wachturm dann also doch noch mit zerstört werden muss, werden wir gleich sehen. Ja. Hätte mich auch gewundert. Aber wie schwach so ein Wachturm ist, oder? Er macht 3 Schaden gegen Speerträger, das ist ja gar nichts. Regionale Hauptstadt erobert. 6 Bevölkerung getötet, 120 Vermögen geplündert, nochmal 120 von der Regionsgröße. Und jetzt geht das Chaos durch die Decke. Ja, alleine hat die Kavallerie halt auch keine Chance mehr. Das läuft. Stadtwache zurück nach Nicomedia. Nur noch 3,7 Unruhe. Das ist krass. Wir brauchen noch mehr Stadtwache da. Dann schickt man den Speerträger noch mit zurück. Hier ist ein Außenposten der Ägypter. Das sind Vasallen. Abydos ist noch eine große Stadt. Die sollten wir uns noch unter den Nagel reißen. Das andere sind dann alles Vasallen. So wie ich sehe, es ist nur noch Abydos. Ja. Ah, hier unten Avaris. Aber das ist auch ein Vasall. Schön. Ja, das lief doch. Die Schlacht um Luxor wurde geschlagen. Sehr gut.
beenden wir die Runde. Nikomedia, ihr bleibt erstmal jetzt hier. Und hier wird die Stadtwache jetzt reingezogen werden. Drei Runden in Nikomedia. Hier müssen wir noch Truppen zurückziehen. Ja, am besten in Rom auch nochmal eine Stadtwache zusammenzimmern. Und in Nikomedia ebenso noch eine Stadtwache. Den Vorteil der Stadtwache hatte ich euch erklärt. Minus 8 Unterdrückung der Unruhen und sie ist halt auch preiswerter. Ich glaube 0,1. Wartet, ich will euch nichts Falsches erzählen. Nein, 1 Vermögen. Und so ein Speerträger kostet ebenfalls 1 Vermögen. Aber er hat halt den Nachteil, dass er halt nur 4 Unruhe Unterdrückung hat. Dann geht's weiter nach Abydos. Ja, könnte man Anführer kreieren, aber muss jetzt nicht unbedingt sein. Ich finde es halt ein bisschen komisch, dass man von den Plünderern, dass man aus denen keine Anführer machen kann, oder? Zu Anführerstufe 3 befördern. Ja, wir haben hier schon einen Helden drin. Steht jetzt hier eigentlich im Detail. Ach, Veteranenanführer Level 4. Und der Armbrustschütze könnte dann Level 3 Anführer werden, oder wie? Mal gucken, wenn die Plünderschar hier irgendwann mal steigen. Also die, das ist eine reine Armee aus Plünderern. Jetzt gibt es noch so viel Gebiet, was wir besiedeln können. Nachdem wir den Krieg hoffentlich bald mal gewonnen haben. Ja, gibt nur einen Weg, wir müssen nach Norden, aber wir können nicht mit allen Truppen nach Norden ziehen, weil wir wissen jetzt nicht, was das Chaos-Event hier bringt. Wir werden die Armee erstmal heilen lassen. Die Armee muss heilen und die Armee zieht mit. Zu dem Außenposten. Ah, den Außenposten. Der wird zerstört oder wird er uns? Wissen wir nicht. Werden wir sehen. Ich kann es euch gar nicht sagen, was da mit den Außenposten geschieht. Wir lassen den Außenposten mal hier zufrieden. Runde kann beendet werden. Ingenieurskunst, können wir noch irgendwas reparieren? Wir haben 26 Schaufeln. Brauchen mehr Wissen, wir brauchen mehr Kultur, wir brauchen von allen mehr. Wieso machen wir eigentlich so wenig Kultur? Ja, einfach weil die Unruhe so hoch ist. 70% nur noch regionale Effizienz und in Nikomedia genauso. Das ist natürlich alles andere als schön. Wir könnten hier so eine Behausung bauen. Problem ist halt nur, diese Gemeinschaftsunterkünfte bringen halt noch mehr Unruhe. Achso, da wollten wir ja Truppen wieder zurückziehen. 1, 2, 3 und zieh die mal zurück. Und ihr geht nach Norden. Viel Gegenwehr wird hier nicht mehr kommen. Denke ich mir. Von den Ägyptern. Schicken halt.
Ja, es ist halt schon eine schwache Truppe hier. Also ich würde ganz gern noch eine dritte Armee da mit hochschicken. Am besten unsere stärkste Armee. Ach, der Außenposten ist im Weg. Na dann, Attacke. Einmal draufziehen, dann ist er Geschichte. Grabhügel. Zwei Kultor. Ebenfalls stand. Ihr geht mal dahin. Kundschafter. Wir lassen den Außenposten, weil wir sehen wollen, was damit passiert, wenn wir die letzte Stadt hier erobert haben. Stadt erweitern. Müssen wir mal nach Nikomedia schauen. Nö, das passt hier alles noch. Und hier in Rom passt das auch noch alles. Das Wachstum. Schaufeln müssen wir mal ein paar ausgeben. Gemeinschaftsunterkunft können wir jetzt machen. Wir haben hier genügend Unruhe unterdrückende Truppen drin. Also ich würde ganz gern diese Behausung jetzt abreißen und dann halt instant eine Gemeinschaftsunterkunft hinbauen. Also die heißt ja jetzt hier nicht Gemeinschaftsunterkunft, sie heißt Heldenvilla. Können wir die auch einfach drüber bauen? Nö. Dann müssen wir das halt erst zerstören. Oh, man bekommt sogar eine Rückerstattung zurück. Oder eine Rückerstattung zurück, auch schön. Eine Rückerstattung bekommt man sogar. Schön. Das wusste ich auch noch nicht. Und dann lasst uns die Heldenvilla dahin bauen. Schon wird in 4 Runden Rom wachsen. Hier brauchen wir mehr Nahrung in Nikomedia. Ah, musste niesen, Leute. Ich hoffe, ich konnte mich rechtzeitig muten. Mehr Nahrung in Nikomedia. Jagdlager, das bringt nur Vermögen, oder? Ja, auch ein bisschen Fleisch. Fein, fein. Dann sparen wir mal wieder ein paar Schaufeln an. Chaos Rebellion. Die Vasallen von Rom haben sich gegen ihre Herrscher aufgelehnt. Das zahlen wir aus, das wollen wir nicht. Ist ein Bauernhof zerstört worden. Keine Ahnung wodurch. Wir haben Schaufeln da, dann nutzen wir die doch auch. Die Stadtwache ziehen wir hier rein, dafür ziehen wir den Speerträger raus. Ebenfalls 4 Unruhe Unterdrückung. Dann sollte das jetzt hier zunehmend nach unten gehen, alles. Ja, geht's auch. Und Rom hat eine Stadtwache gebaut. Dann können wir uns endlich mal damit beschäftigen, hier keine Einheiten zu bauen, sondern weiter die Gebäude. Halle der Helden. Wissen ist wichtig. Erkundung ist nett. Aufwerten des Mausoleums bringt Kulturpunkte, ist auch wichtig. Oh Mann. Versammlungshalle, Diplomatie. Also wir brauchen alles. Pantheon. Ja, Bonus Wissen pro abgeschlossenen Auftrag. Wir werden das Pantheon mal noch bauen. Auch wenn wir wahrscheinlich kaum noch Aufträge abschließen werden, aber es bringt ja auch Unruhe, Unterdrückung. Hier müssen wir halt durch die Stadt durch. Das Ding ist, warum sollten wir die zerstören? Wir können ja auch außen rumlaufen.
Dauert zwar alles ein bisschen länger dann, aber naja, nützt ja nichts. Die Armee kann man in Luxor lassen. Mir fehlt wirklich dieses Auto-Erkunden, wie es das in anderen Spielen halt auch gibt. Gerade zum jetzigen Zeitpunkt ist mir doch jetzt, da muss ich da den Kundschafter nicht mehr durch die Kante manuell belegen. Belegen? Bewegen, natürlich. Kaiserdynastie, jetzt können wir uns das Wissen holen hier. Wir haben plus 5. Und müssten wir eigentlich plus 7 haben. Ja. Schön. Die haben mit den Barbaren zu tun vor Nikomedia. Ah, das ist die Heldenvilla. Das sieht ja auch cool aus. Eine Heldenvilla. Wer von euch möchte gern in eine Heldenvilla? In einer Heldenvilla wohnen? Also, ich schon. Schon alleine wegen dem Namen. Heldenvilla. Stehen drei Armeen in der nächsten Runde vor Abydos. Sollte es dann gewesen sein. Ich gehe nicht so nah ran, weil wir hier nicht von der Stadt beschossen werden wollen. Bin mir aber auch nicht im Klaren darüber, ob die. Ja, die hat einen Wachturm, also könnte sein, dass sie uns beschießt. Schießen kann. Speerträger hat man hier rausgezogen und werden mal die mit den Streitwagen hier zusammenschließen. Die zwei Einheiten. Nikomedia hat noch eine Stadtwache gebaut, rekrutiert. Pantheon dauert zu lange, 17 Runden. Versammlungshalle, Diplomatie-EP dauert am kürzesten. Nehmen wir so eine Versammlungshalle rein. Die Stadtwachen bleiben drin. Truppen ziehen wir raus. Runde beenden. Könnten wir machen. Oder aber Ingenieurskunst. Stadt erweitern. Muss noch nicht sein. Können wir uns noch aufheben? Wie viel geht denn das hier nach unten? 2,7. Oh, das dauert aber ganz schön. Ne? Die Kriegsunruhen sind halt das Krasse nach wie vor. Krieg ist bald vorbei, Freunde. Danach, na komm, wir beenden die Runde noch. Vielleicht können wir ja in der Folge sogar noch den Krieg beenden. Das wäre doch schön. Ach, komm nicht ran. Dann werden wir doch nochmal einen Schuss abbekommen. Was zu erkunden. Riesenkontinent. Ein Riesenkontinent, ja, wo wir hier gelandet sind. Gibt es noch eine Menge zu erobern für uns. Einen Sucher erstellen. Brauchen wir nicht unbedingt, der halt dann nach Gold sucht. Kriegsführung. Noch mehr Plünderer. Noch mehr Speerträger. Nö, das können wir uns erstmal schenken. Und die Ingenieurspunkte schenken wir uns ebenso. Dann werden wir in der nächsten Folge Abydos angreifen. Jetzt geht's nicht mehr. Dann machen wir das in der nächsten Folge, Freunde der Nacht. Wir haben Stellung bezogen und stehen nun vor der hoffentlich letzten Stadt Ägyptens.
Die anderen Städte sind alles nur Vasallenstädte. Wenn die Stadt fällt, war's das für Ägypten. Nee. Falsch. Schaut mal hier. Lao Zicheng ist auch noch eine ägyptische Stadt. Na, dann zieht sich der Krieg ja doch noch. Scheibenkleister. Freunde der Nacht, denkt bitte dran, Däumchen nach oben, was in die Kommentare und ganz, ganz wichtig, lasst ein Abo da. Motivation ohne Ende. Wir sehen uns morgen wieder in der nächsten Folge Millennia. Bis dahin, bye bye, euer Sadum.